Hallo Leute, ich bin Lou und heute habe ich mein Paket vom Wick Osterwichteln für euch. Ich hatte das große Glück, von René von Wick gezogen worden zu sein und entsprechend habe ich ein fettes Tasting Circle Päckchen bekommen und kann euch eine ganze Woche lang an dieser tollen Zusammenstellung teilhaben lassen. Geht es mit Whisky Nummer 2, ein Longmorn, 19 Jahre alt, aus der Signatory Vintage Cask Strength Reihe. So, jetzt habe ich mir wieder mal die Zunge gebrochen an dem Wort Fassstärke. Ich mache es mir mal einfach. 96 destilliert, 2015 abgefüllt, damit 19 Jahre alt, aus den zwei Hogshead Fässern 97632 und 97633. Finde ich total cool, dass das mit dazu steht. Da bekommt man irgendwie einen total persönlichen Bezug zu dem Whisky, finde ich. Abgefüllt von Signatory Vintage, 53,9%. Ja, 53,9%. Longmorn ist angeblich der feinste Speyside Malt der Welt. Gott sei Dank lässt sich über Geschmack streiten. Worüber würden wir sonst reden? Ich bin ganz gespannt. Hatte ich vorher so überhaupt nicht auf dem Schirm, Longmorn. Also dieser Longmorn ist auch nicht mehr verfügbar. Ich habe geguckt, hat jemand von euch eine Flasche? Ist jemand Fan? Hat den schon mal jemand probiert? Dann ab in die Kommentare mit euch. Der ist auf jeden Fall sehr mild. Ich muss echt die Nase ins Glas stecken, um da was zu riechen. Und er hat irgendwas, es ist immer so, ich weiß, ich soll kritischer mit Whisky umgehen, aber ich finde, also mir tut es im Herzen weh, wenn ich sehe, das ist so ein Whisky, der ist total vergriffen, der ist was total Besonderes, der ist 19 Jahre alt, da steckt viel Arbeit dahinter, der kostet auch entsprechend einen Preis X. Und ich schnupper da dran und mein erster Gedanke ist, boah, riecht der nach Chemie. Das ist ziemlich böse, aber das war mein allererster Gedanke. So Holzleim, chemisch. Gebe ich ihm ein paar Minuten mehr. Später. So richtig besser ist es noch nicht geworden. 20 Minuten später. Ich habe was Frisches, was Süßes. Aber dadurch, dass er so dezent ist, fällt es mir persönlich sehr schwer, hier was zu finden. Also ich könnte euch hier jetzt auch die Tasting Notes, die im Internet stehen, runterrattern, aber ist, glaube ich, nicht Sinn der Sache. Schreibt mir mal, wie ihr ihn in der Nase empfunden habt, wenn ihr ihn schon mal probiert habt. Also ich habe hier echt Schwierigkeiten. Ich habe was Süßes, Mildes, kein Rauch, nichts irgendwie Herausstechendes, auch nichts Herbes oder Holziges, aber so richtig greifen kann ich es nicht. So ein bisschen was sehr quietschig Süßes, fruchtig, also so ein bisschen wie eine künstliche Zitronen- oder Orangennote. Aber wie gesagt, für mich total schwer zu greifen. Longmorn wurde 1894, 95 rum erbaut, unter anderem auch von John Duff. Der hatte bei Glenlostie, Glendronach, Benriach seine Finger im Spiel. Also durchaus kein auf den Kopf gefallener Mann. Und was ich total cool fand, Longmorn hat heute noch eine voll funktionstüchtige, originale Dampfmaschine. Fun Fact. Finde ich ziemlich cool. Jetzt habe ich hier vielleicht noch so einen Hauch Getreide. Hat mich ein kleines bisschen gerade an den Floki erinnert. So was sehr Grasiges. Grasig, getreidig. In die Richtung.
Kann man sehr lange im Mund behalten. Alkohol ist gut eingebunden, brennt einem nicht die Seele aus dem Leib. Schmeckt besser oder intensiver, als er riecht. Also am Anfang passiert dann nicht viel. Da ist er sehr weich, sehr ölig, geht überall hin. Aber er ist halt nett. Jetzt habe ich so total Heu, frisches Heu habe ich gerade im Mund. Würde ich sagen, ja, doch. Frisches Heu, Heuschober im Sommer. Perfekt natürlich für die Allergie, aber hey. Was sehr angenehm ist, eine leichte Süße, so in die Richtung Vanillehonig irgendwie. Und dann kommt sehr, sehr schön dieses wirklich grasige, sehr, grasig, Heu, trocken, aber trotzdem von der Konsistenz her eher ölig. Der ist hinten raus super, super schön und der bleibt auch sehr lange im Mund mit seinem sehr heuigen Charakter. Deswegen hat er mich an den Fluki erinnert, weil der Fluki auch so sehr grasig ist. Nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Aber das ist so ein bisschen die schottische Variante von dem Fluki im Geschmack. Hat mich sehr daran erinnert, einfach persönlich. Habt ihr andere Noten? Ich persönlich, wie gesagt, sehr grasig, sehr heuig. Jemand, der das mag, dem kann ich den Whisky auf jeden Fall sehr empfehlen. Schwierig natürlich wieder, was die Verfügbarkeit angeht, wenn es den jetzt nicht mehr so gibt. Long Norm hatte ich persönlich gar nicht auf dem Schirm. Also wusste ich gar nicht, dass das existiert. Ich blende euch mal die Karte ein, wo das überhaupt liegt, diese Brennerei. Muss ich nämlich selber noch nachgucken. Signatory Vintage hingegen ist einer der profiliertesten unabhängigen Abfüller weltweit, behaupte ich jetzt einfach mal so. Die haben sehr viel, oder die füllen sehr viel Whisky ab von Brennereien, die hauptsächlich an Blend liefern und die es als Single Malt so auf dem Markt eher wenig gibt. Haben auch eine Cask Strength Reihe, eine Non-Chill Filtered Collection. Da habe ich zum Beispiel einen Bona Heaven da, auch von der Very Cloudy Edition. Der ist wirklich bei Zimmertemperatur trüb, das ist was total cooles auch. Und die haben irgendwie um die 10.000 Fässer von bereits geschlossenen Brennereien oder so. Also einer der größten Player weltweit, würde ich mal sagen, unter den unabhängigen Abfüllern. Der hier, wie gesagt, auch wieder ein sehr milder, sehr dezenter, leider nicht mehr so richtig verfügbarer Whisky. Sehr heuig für meinen Geschmack. Finde ich gut. Die Nase hat so ein bisschen zu wünschen übrig gelassen, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Aber der Alkohol ist perfekt eingebunden, kein Wasser nötig da reinzukippen, weil der schmeckt mir so wie er ist. Da will ich jetzt auch gar keine Veränderungen so weit dran haben. Ja, dann geht's in den nächsten Tagen weiter mit Whisky Nummer 3. Bleibt gespannt und bis dahin, Slangy! Und damit ihr auch ja keinen Whisky mehr verpasst, abonniert mich auf meinen Social Media Kanälen und schaut nochmal auf meinem Blog vorbei. Da gibt es noch jede Menge mehr Infos zum Thema Whisky für euch. Und bis dahin, Slangy war!